Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ein sehr besonderes Video, denn ich habe gleich Geburtstag. Also gleich ist es halt 12 Uhr, ne? Und wie viel Uhr haben wir? Noch 44 Minuten hast du Geburtstag. Wir sind nicht zu Hause, wie man vielleicht schon erkannt hat, denn wir haben eine lange, lange Reise hinter uns. Wir sind gerade in Cannes angekommen, an der Côte d'Azur in Frankreich. Eigentlich wollten wir so einen richtig geilen Roadtrip machen, durch Europa mit dem Auto fahren und, keine Ahnung, Freiheit haben und überall halten können, wo wir wollen. Bis der Julian dann gestern Abend spontan gesagt hat, nee, ohne mich. Das war anders. Nein, das war überhaupt nicht anders. Ich habe mich mit unserem Manager unterhalten und dann blablabla haben wir geredet. Er meinte, was, ihr wollt diese lange Strecke 13 Stunden mit dem Auto fahren? Dann fahrt ihr doch auch durch die Schweiz und ist da überall Schnee. Wir haben Winterreifen, das wäre nicht das Problem gewesen. Aber es ist auch glatt und das kann man ja nie ganz geschützt sein. Das ist ein Risiko. Ja, auf jeden Fall hat der Julian sich da ein bisschen eingekotet, meinte, er will nicht mehr Auto fahren. Und dann sind wir waren gestern noch in Berlin und als wir zu Hause angekommen sind, um eins oder was das war. Habe ich mich dann ins Bett gelegt und auch voll lange Züge geguckt und so. Und jetzt sind wir ernsthaft mit dem Zug komplett durch Europa. Raphael sagt dem Taxifahrer, man soll schneller fahren, sonst verpasst du Bibis Geburtstag. Ja, der Raphael kommt nämlich jetzt auch. Richtig geil. Der ist geflogen von München aus und fährt jetzt gerade mit dem Taxi hier zum Hotel. Es ist jetzt leider gerade dunkel, aber da draußen ist das Meer. Das ist so geil. Raphael hat sich übrigens verarschen lassen. Er hat zu viel fürs Taxi gezahlt. Den Raphael, den kann man nicht allein auf die Straße lassen. Der muss den Fest... Raphael! Der braucht ein bisschen länger, weil dein Geschenk so schwer ist. Ach so, ja, okay. Julian, auf dein Geschenk bin ich übrigens auch sehr gespannt. Mein Geschenk? Ja. Ich dachte, ich wäre Geschenk. Oh, tada! Da fliegt ein Vogel. Doch, man kann es auf jeden Fall sehen. Da hier sind, wir sind direkt am Hafen hier und hier sind überall die Schiffe. Du hast ein Geburtstagsgeschenk. Ja, du hast niemals ein Geburtstagsgeschenk. Ein Furz im Glas. Jetzt habe ich ihn freigelassen. Jetzt habe ich ja keinen Furz mehr. Warte. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ich soll ihn abholen. Komm, ich gehe jetzt aufs Docken. Ich bin jetzt ganz frech. Nein, du siehst schön deine... Nein! Bin ich ja 24, ich muss jetzt noch was Verrücktes machen. Dann gehe ich nackt. Also wenn das so ist, dann ich ziehe jetzt meine Hose aus. Wirklich. Ich ziehe jetzt da. Dann ich ziehe schnell meine Schuhe an. Aua! Ah, wieso liegt denn eine Wasserflasche auf dem Boden? Bianca, warte! Jetzt komm! Ja, Moment. Ja, klopf ich mal auf den Koffer, du, dass alles gut geht, nicht? Es ist nicht mein Vlog. Wieso filme ich eigentlich schon wieder? Du bist mein Dokumentarfilmer. Ich bin der Kameramann. Ja. Krieg ich ein Gehalt? Nein. Ich habe irgendwas falsch gemacht in meinem Leben. Ich bleib hier im Aufzug. Nein, jetzt komm. Ich bleib hier. Ah, scheiße. Ah, Kacke. Ah, mein Fuß. Oh. Grüß dich. Auf geht's, Juli. Noch 2 Minuten, Leute. Scheiße, dann bin ich 25. Julian, kann es sein, dass du ein Problem hast, in meiner Aufnahme drin zu sein? Nein, oder so? Ich saß heute 13 Stunden im Zug. Ich sehe auch scheiße aus. Ich saß auch 13 Stunden im Zug. Du auch? Boah, du hättest jetzt sowas Süßes sagen können. Du siehst nicht scheiße aus. Nee, das zählt jetzt nicht mehr. Absolut überhaupt Natürlich nicht ernst gemeint. Du siehst nicht scheiße aus. 17, 16, 15, 14, 11, 10. Toll, der Sam ruft an. Der Sam ruft an. Nein! Sam, wann hast du jetzt Geburtstag? Ich bin komplett durcheinander. Wie viel Uhr? Es ist 0 Uhr. War ich vor dir? Was? Wer war erster? Ich glaube, du hast als erstes geschrien. Happy Birthday! Happy Birthday! Ist er betrunken? Dankeschön! Alles Gute! Nein! Ah, voll gerne. Ich freue mich, dass du Geburtstag hast. Und, oh, Dankeschön für deinen Anruf, ja. Sam. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich hab das Lied gekauft für dich. Nein, das hast du nicht einfach gekauft. Jetzt sag mal den Namen, das wird teuer. Yeah. Ich dachte, dass ich viel, viel früher komme und noch eine Chance habe, hier zu dekorieren. Ich kann nicht früher, deswegen schenke ich dir jetzt einfach die Deko. Ich habe dir Infinity-Rosen gekauft, die halten 6 Jahre lang. Nee. Glaub mir, du die nicht behalten. Scheiße, ich hab gar nichts. Das geht. Guten Morgen, ihr Lieben! Morgen!
mein Herz für dich. Oh, wie süß. Hat der Raphael mir zwar geschenkt. Wir haben schon richtig schön gefrühstückt. Ich habe auch ein cooles Instagram-Bild mit dem Frühstück gemacht. Könnt ihr gerne mal abchecken. Jetzt habe ich mich gerade schon umgezogen. Die Jungs machen nur Scheiße da hinten. Bitte was? Und akzeptieren meinen Geburtstagswunsch nicht. Dass was, wir gehen ins Schwimmbad? Ja. Guckt mal, wie geil. Jetzt sind wir hier gerade draußen. Hier drin ist das Schwimmbad und hier draußen ist auch noch ein Becken. Aber die machen gerade Wassergymnastik. Deswegen gehen wir jetzt hier in den Whirlpool. Und da ist das Meer. Richtig cool. Ich bin wirklich erkältet. Ja, warte. Echt kalt hier draußen. Bibi. Halt, halt. Boah, ist das geil. Soll ich ein Foto erstmal von dir machen? Ja? Okay, wir machen ein Fotoshooting. Eine Brücke. Bin ich ein Vollidiot? Bin ich ernsthaft gerade in dieses Wasserloch gefallen? Und in der Sekunde fällt mich aus. Das ist die Fußpilzrille, das weißt du, ne? Das ist ekelhaft. Ich wollte... Guck mal, man kann aber auch nicht anders zur Tür raus. Wir waren jetzt ein bisschen im Pool. Guck mal, das ist der Rave. Wir drehen nämlich jetzt ein Video. Unten ist nämlich so ein Saunabereich und da ist irgendwie eine Glasscheibe, dass man quasi so in den Pool reingucken kann. Voll cool. Wir sind jetzt das erste Mal, seitdem wir hier angekommen sind, gestern Nacht rausgegangen. Es regnet ein bisschen und es ist windig, aber egal, das hält uns nicht auf, gute Laune zu haben. Geburtstagswetter. Ja, wir haben bis jetzt alles ganz entspannt angehen lassen und ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viel mitgefilmt, weil ich einfach irgendwie die Zeit jetzt so ein bisschen relaxen und genießen wollte. Und ich habe eben voll den Ausschlag bekommen im Wasser. Ja, aber nicht Ausschlag, aber so rote Punkte überall. Wir wollen mal runterspringen. Ich trinke das Wasser. Treiben ab, schau mal. Ich komm nicht mehr rüber. Wollt ihr mich verarschen? Ich komm wieder. Immer ein kleines Problem. Wow! Oh, hast nicht gesagt. Krass. Raphael, du bist im Bild. Oh, gib dir mal, Bibi, da ist kein Filter drauf. Boah, sieht das schön aus. Warte, das war ohne Filter. So ist ohne Filter. Wie schön ist das denn bitte? Aber mit Filter sieht es schöner aus. Ja, ja. Furz in Glasvase. Oh. Julian hat in die Vase gefurzt. Hab ich nicht. Doch, hast du. Nein, das ist ein Gerücht. Ich bin niemals nicht halt die Presse. Bianca, bist du eine Honigmelone? Nein. Wir sind jetzt gerade essen. Und es ist richtig gemütlich hier. Was ist das? Muss das sein? Meine Damen und Herren, ich werde Ihnen jetzt die beste... Warte, wir haben rangezoomt. Wir müssen kurz zurückzoomen. Moment. Was möchtest du mir zeigen? Ich lade Sie ein in das kleine Toilettenhäuschen. Unser Waschbecken. Ich möchte mir gerne einen Tee machen, okay? Okay. Jetzt pass auf. Kannst du mir erklären, wie ich da jetzt Wasser reinfüllen soll? Was ist das? Oh, ist doch das voll. Nicht verzagen, Julian fragen. Das, ich kann auch einfach das Toilettenwasser hier reinschöpfen. Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu meinem nächsten Tag. Heute habe ich keinen Geburtstag mehr, aber ich bin richtig abgenervt gerade. Wisst ihr noch, wie das Wetter gestern war an meinem Geburtstag? Es hat richtig krass geregnet morgens, den ganzen Tag hat es geregnet. Es war kalt, die Sonne hat nicht geschienen und jetzt... Zieht euch mal bitte dieses traumhafte Wetter rein. Der Raphael und der Julian müssen ja beide noch ein Video drehen. Ich schau mal, was ich heute alles mitfilmen kann. Die beiden sind auch noch ein bisschen planlos, was wir jetzt genau machen. Oh mein Gott, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Das ist ja mega schön. Wir sind direkt an der Bucht. Da hinter den Palmen ist direkt eine kleine Bucht mit Strand, die hier so lang geht. Boah, die Sonne tut so gut. In Deutschland waren die letzten Wochen so scheiß Wetter. Ich bin eingesperrt in einem Vorhang und komme nicht mehr raus. Ah, da ist die Öffnung. Der gewährte Herr hat sich eben beim Videodreh die Hand verletzt und lässt sich jetzt von mir seine Pizza schneiden. Ich kann die gerade nicht mehr aufmachen. Ah. Und übrigens hat er sich eine Pizza bestellt und einfach nur eine halbe Pizza bekommen. Voll komisch, ich habe nur eine halbe Pizza bekommen. Aber die war extrem groß. Ich habe mir hier, das sieht jetzt echt nicht so schlimm aus, aber ich habe so eine riesen, ich glaube, ich habe noch einen Splitter in der Hand. Und hier oben auch noch. Wie ekelhaft, dass ich jetzt meine Wunden hier am Essen zeige. Da. Danke, dass du meine Pizza geschnitten hast. So, ihr Lieben, es ist schon relativ spät mittlerweile. Sorry, dass es so dunkel ist. Und ich muss auch ein bisschen leiser reden, denn der Julian ist schon eingeschlafen.
Aber natürlich fehlt das Ende dieses Videos noch. Und ich muss mein Video jetzt noch fertig schneiden. Julians Video ist natürlich schon fertig. Und der Raphael sitzt auch drüben und macht gerade sein Video noch fertig. Wir hatten auf jeden Fall heute noch einen sehr schönen Tag, auch wenn natürlich viel Zeit für das Videodrehen draufgegangen ist. Aber wir waren eben trotzdem noch mal kurz draußen. Und wir haben übrigens die letzten Tage auch einige Zuschauer hier getroffen, die hier wohnen. Und ich kann euch ja mal einen ganz kurzen Einblick machen. Ich habe nämlich mit zwei richtig süßen Mädels eben auf Snapchat auch was gepostet. Coucou les gars, on a rencontré Vivi et on vous dit tous bonjour. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ich habe euch jetzt einfach, ich glaube, es waren 3 Tage, mal mit der Kamera mitgenommen und natürlich über meinen Geburtstag mitgenommen. Und ich hoffe, die Eindrücke haben euch gefallen. Für alle, die es interessiert, ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir jetzt gerade in Südfrankreich in Cannes sind. Und wir wissen noch gar nicht genau, wie lange wir hier bleiben, weil hier ist ja auch Nizza direkt um die Ecke und Monaco und ganz, ganz viele schöne Orte. Und wir dachten, wenn wir einmal hier sind, dann würden wir uns gerne alles mal ein bisschen anschauen. Und deswegen haben wir noch gar keine Rückreise gebucht. Und deswegen wissen wir auch noch gar nicht, wo es jetzt die nächsten Tage hingeht oder wie lange wir jetzt wirklich wegbleiben. Es kann sein, dass wir aus irgendeinem Grund morgen wieder nach Hause fahren oder dass wir noch ein paar Tage länger hier bleiben. Für alle Leute, die das gerne mitverfolgen wollen, ihr könnt mir gerne mal auf Instagram natürlich und Snapchat und überall folgen, denn da halte ich euch immer fleißig auf dem Laufenden. Wenn ihr mir da irgendwo noch nicht folgt, dann guckt mal in die Infobox, da stehen immer alle Informationen zu meinen ganzen Accounts. Jetzt verlinke ich euch natürlich noch am Ende Julians neues Video. Der hat eine richtig geile Challenge mit dem Raphael gedreht und der Raphael hat natürlich auch ein Video hochgeladen. Das solltet ihr nicht verpassen. Sehr crazy Sachen sind da passiert. Unter anderem hat sich Julian richtig, richtig krass verletzt und seine ganze Hand war am Bluten und ihr habt ja eben einen ganz kleinen Ausschnitt beim Essen schon mitbekommen. Ich will gar nicht zu viel verraten. Hoffentlich schaltet ihr auch am Sonntag bei meinem nächsten Video wieder mit ein und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ich glaube, man sieht, ich bin sehr am Arsch und müde. Ich mache jetzt ganz schnell dieses Video noch fertig. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich spätestens am Sonntag wieder. Tschüss!